Der Weg vom Jahrmarktskasper zum Figurentheater der Gegenwart beginnt bei den Hohensteinern. Eine Bühne, die 1921 von Max Jakob in Hartenstein im Erzgebirge gegründet wurde, 1928 in die Jugendburg Hohenstein umgezogen ist und seitdem die Hohensteiner genannt wird. Die Hauptmerkmale des Hohensteiner Stils waren, dass sie die Figur des Kaspers vom rüpelhaften Tunichgut zum fröhlichen, unbekümmerten Narren mit Humor und Mutterwitz verändert haben und dass das Spiel von der Spielleiste in den Bühnenraum verlegt wurde. Die für die Hohensteiner typischen Charakterköpfe wurden von Theo Egging und später auch von Tilde Kock geschaffen. In dieser Sammlung sind unter anderem die Figurensätze Faust, Goldzauber und die Rote Lou sowie andere bekannte Hohensteiner Typen als Einzelfiguren zu sehen. Dazu umfangreiches Foto- und Archivmaterial, eine Anzahl originaler Spieltexte, Schallplatten, Tonbänder, Plakate und eine sehr umfangreiche Literatur. Die Hohensteiner Bühne kann in der Sammlung hervorragend dokumentiert werden. Wenn auch nur ein Teil der Sammlung in diesem Video gezeigt werden konnte, hoffe ich doch, dass die kulturgeschichtliche Bedeutung erkannt wird, mit der auch ein Stück unserer Identität verbunden ist.